sehen die kulturhistorische Bedeutung von Graffiti vermutlich zum ersten Mal in diesem Hause zu verdeutlichen. Denn es ist sehr schade, um nicht zu sagen rückständig, dass die Politik in Berlin bis heute nur über Graffiti spricht, wenn es um Sachbeschädigung an Hausfassaden geht. Aber die künstlerische Bedeutung und den dadurch entstehenden Mehrwert für Berlin als Kunst- und Kulturmetropole nicht begreift. Das muss sich unserer Meinung nach dringend ändern, wenn wir nicht weiter hinter anderen Weltstädten zurückfallen wollen oder gar hinter die bayerische Landeshauptstadt München. Hinter anderen Weltstädten zurückfallen wollen oder gar hinter die bayerische Landeshauptstadt München.